Hallo, du wundervoller Mensch. Ich bin wieder unterwegs, also wieder Patricia on Tour mit Hupia Buddy. Und dieser Reifen ist heute mit mir am Start. Es ist echt gar nicht so warm draußen, deshalb heute auch mal mit Pulli. Mal schauen, ob ich den zwischendurch ausziehe oder anlasse. Die Herzschneiderei und Hupia Buddy verlinke ich dir einfach wieder unten in der Videobeschreibung. Auch Anita verlinke ich dir, denn meine Sport-Tight und auch meine Sport-BHs sind alle von Anita, weil es einfach mega Qualität und sich einfach mega toll anfühlt. Das sind alte Skechers, das verlinke ich, also die verlinke ich euch nicht, weil die gibt es nicht mehr. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt auf den Weg, ne? Kommst du wieder mit? Hast du Bock? Und vielleicht errätst du ja, in welche Stadt es heute geht. Die ist gar nicht so weit weg von mir, gar nicht so weit weg. Also, komm mit! Ja, es ist immer wieder lustig. Er kann schon einen langen Hula-Hoop machen, ne? Aber so ein kleines Hügelchen. Ah, Fußball. Bringt mich echt schon außer Atem. Naja, egal. So hat eben jeder seine eigene Herausforderung. So, wir marschieren jetzt zum Bus. Und ich muss mich tatsächlich ein bisschen sputen, damit er nicht ohne mich fährt. Also, bis gleich. Natürlich bin ich wieder zu früh an der Bushaltestelle, weil ich dann doch zu schnell gegangen bin, aber das ist nicht schlimm. Lieber zu früh als zu spät. Jetzt habe ich noch etwa 10 Minuten zum Warten und die kann ich ja sinnvoll nutzen, oder? In der Sonne ist es definitiv schön warm. Da kann man auch ohne Jäckchen ein bisschen den Reifen kreisen lassen. Ich habe jetzt noch gute 17 Minuten Zeit und kann noch ein bisschen den Reifen kreisen lassen. Aber ohne Kamera. Einfach nur für mich. Ich mache nicht die ganze Zeit nur Hula-Hoop. Ich mache auch einfach mal Pause. Und dann bin ich einfach nur. Ich atme, ich nehme den Moment auf und freue mich auf die nächste Stadt, die ich besuche. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo es hingehen könnte? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten erfährst du es vielleicht im Laufe dieses Videos. Wer weiß. Und ich warte jetzt auf den Zug. Das ist jetzt der dritte Versuch, dieses Video aufzunehmen, weil immer die Durchsage kommt und jeder wissen könnte, wo ich bin. Will ich ja noch nicht verraten. Es ist interessant, wie mir immer die besten Ideen kommen, wenn ich unterwegs bin, weil mein Kopf dann einfach frei ist. Einfach frei ist. Und das macht einfach mega, mega Spaß. Und lieb's einfach. Ich liebe es. Das ist der Grund, warum ich mit dem Reifen unterwegs bin. Weil ich es liebe. Der eine kommt ja.
was? Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Es ist doch einfach nur wunderschön. Na, hast du eine Ahnung, in welcher Stadt ich sein könnte? Es ist einfach wie ein kleiner Mini-Urlaub. Es ist wunderschön hier. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nie hier war. Ist gar nicht so weit weg. Einfach mal machen. Oh. Runtergefallen. Also, was machen wir, wenn der Reifen runterfällt? Genau, wieder aufheben und weitermachen. Hast du Lust, an meiner neuen Herausforderung teilzuhaben? Ich zeig dir mal, was ich gerade übe. Es sieht noch aus wie... Ach, schau einfach selber. Mal wieder auf dem Weg. Ich habe die ganze Zeit schon Bock auf ein bestimmtes Produkt. Wir gucken mal, ob ich das heute finde und dann zeige ich es dir. Wenn ich es nicht finde, kann ich es dir nicht zeigen. Die Sonne ist so schön, aber wenn die dann weg ist, ist es doch ganz schön kalt. Ja. So, jetzt schaue ich noch einmal diesen wunderschönen Fleck in dieser Stadt. Ich will es immer schon auflösen, aber nein, ich will es erst am Ende auflösen. Nochmal aus einer anderen Perspektive an und da marschieren wir jetzt hin. Aber einfach mal den Reifen tragen und nicht die ganze Zeit immer nur den Reifen kreisen lassen, weil dein Körper braucht doch Pause. Also das wird definitiv nicht mein letzter Besuch in dieser Stadt gewesen sein. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und
ja, ich bin einfach nur glücklich. Ich bin glücklich, dass ich diese Stadt heute ausgewählt habe. Und dann gehen wir jetzt mal ins erste Geschäft und schauen mal, ob es das, was ich gerne haben möchte, gibt. Fehlanzeige. Weil genau das wollte ich nicht. Aber egal, wir geben nicht auf. Schauen wir mal, ob es noch ein Geschäft gibt hier. Habt ihr was gefunden? Für mich geht jetzt wieder nach Hause. Ich war erfolgreich, also nicht nur deswegen, sondern auch ja, einfach erfolgreich. Ich hatte einen erfolgreichen, wunderschönen Tag. Und falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniere mich, also nicht mich, sondern meinen Kanal. Und verpasse nicht, wo es in der nächsten Woche hingeht. Jeden Sonntag, ich versuche es zumindest. Könnte vielleicht auch mal ein anderer Tag sein, aber ich versuche jeden Sonntag ein neues Video hochzuladen. Patricia on Tour mit Hoop Your Buddy und ja, ich bin gespannt, wo es mich noch so hin verschlagen wird. Ja, ansonsten bin ich jetzt ein bisschen K.O., aber positiv K.O. Eine ganz wichtige Frage habe ich noch, bevor ich jetzt wirklich dieses Video hier beende. Welche Sorte magst du am liebsten? Also hier ist jetzt Erdbeer drin, Orange und Himbeer. Welche Sorte ist deine liebste? Ich liebe Himbeer. Aber ich mag auch Erdbeer und Orange mag ich auch. Ja, okay, ich mag alle.
Patricia.